Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich nehme gerne eine Auftaktfrage vom Kollegen Breyer entgegen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Piraten Fragen stellen. Also diese Frage hat sich schon erübrigt. Dann haben Sie das Wort, Herr Dr. Breyer, für eine Anmerkung oder Zwischenfrage. Nach 4 Sekunden Frage. Ist Rekord bestimmt. Vielen Dank, Herr Kollege Rasmus Andresen. Hab ich was falsch gemacht in der Anrede? Das war mit Gender Gap gesprochen, aber... Ich hätte eine Zwischen- oder auch Vorbemerkung zu machen, und zwar zu dem letzten Redebeitrag kann man auch als Frage formulieren. Stimmen Sie mit mir überein, dass das Bundesverfassungsgericht schon vor Jahren gesagt hat, dass dem Artikel 6, dem besonderen Schutz der Ehe, kein Abstandsgebot zu entnehmen ist, in dem Sinne, dass andere Lebensgemeinschaften nicht auch gleichgestellt werden dürfen? Das ist der Nachteil, wenn man nach Rekorden strebt. Das habe ich nämlich auch in meiner Rede aufgegriffen. Das hätten Sie nämlich irgendwie so in einer Minute ungefähr gehört wahrscheinlich. Aber ich gehe dann jetzt mal auf mein Skript über. Sie können sich gerne wieder hinsetzen und dann mir vielleicht später noch eine Frage stellen. Genau, jetzt bin ich kurz raus. Keine halben Sachen, gleiche Rechte. Mit diesem Slogan kämpft die Schwulen- und Lesbenbewegung seit mehreren Jahrzehnten bereits für die Ehe für alle. Wir Grüne haben diesen Kampf schon lange unterstützt. Schon längst ist diese Frage aber kein Kampf einer Minderheit mehr. An der Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnerschaften entscheidet sich, ob wir in einer modernen Gesellschaft leben wollen oder eben nicht. Wir Grüne haben 2001 in der Bundesregierung maßgeblich das Lebenspartnerschaftsgesetz mitgeschaffen. Es war für uns damals eine Brücke über verfassungsrechtliche und politische Bedenken anderer und bereits damals ein Kompromiss. Doch Rechtsprechung und auch gesellschaftlicher Mainstream haben sich weiterentwickelt. Das Abstandsgebot, Herr Kollege Breyer, zur Ehe wurde zum Abstandsverbot. Und inzwischen fordern sogar über 70% der CDU-Wählerinnen die Ehe für alle. Und im Kern ist auch nichts bürgerlicher als die Ehe. Menschen wollen füreinander Verantwortung übernehmen. Ich verstehe nicht, was eine konservative Partei dem entgegnen kann. Wir fordern gleiche Rechte bei der Steuer, der Adoption und der Erbschaft und in allen anderen Bereichen. Sie haben scheinbar Angst, und das ist Richtung CDU gesprochen, vor der eigenen Courage und lassen Ihre Politik von einer kleinen Gruppe politischer Zombies aus Ihrer Bundestagsfraktion diktieren. Konservative Hardliner wie die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium Katharina Reiche, die eingetragene Lebenspartnerschaften als Rechtsrandgebiete titulierte, oder CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt, der von einer schrillen Minderheit sprach. Und den Vogel schoss mal wieder die Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach ab, die ernsthaft nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sukzessivadoption die Frage stellte, wer schützt eigentlich die Verfassung vor den Verfassungsrichtern? Auch wenn es solch diskriminierende Aussagen aus der schleswig-holsteinischen CDU nicht gibt, erschreckt mich auch, wie Sie als Landespartei, Frau Rathje-Hoffmann, Sie sind stellvertretende Landesvorsitzende, mit dem Thema umgehen. Die Junge Union hat bei Ihnen am Wochenende auf dem Landesparteitag die Gleichstellung gefordert. Und was machen Sie? Sie vertagen den Antrag. Und Ihr neuer Vorsitzender Reimer Böge sagt, die Homo-Ehe sei noch nicht konsensfähig. Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, aber das ist doch absurd. Es geht doch nicht darum, ob sie gesellschaftlich konsensfähig ist, sondern dass Sie sich bisher noch nicht dazu durchringen konnten, gesellschaftliche Realitäten anzuerkennen. Und gerade als Europaparlamentarier, ich habe ihn gestern ja in einer Debatte um den EU-Haushalt gelobt, sollte Reimer Böge doch wissen, dass die Bundesrepublik bei der Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnerschaften meilenweit ins Hintertreffen geraten ist. Der Kollege Garg hat ein paar Länder genannt, ich würde ergänzen: Schweden, Spanien, Niederlande, Belgien, Portugal, Island, Frankreich und Dänemark. Nicht alle haben die Ehe für alle, aber alle sind sie weiter in der Gleichstellung, als es die Bundesrepublik ist. Eines der letzten vorgebrachten Argumente gegen die vollständige Gleichstellung ist ja das Adoptionsrecht. Konservative wie die eben angesprochene Bundestagsabgeordnete Katharina Reiche behaupten, losgelöst von jeglicher wissenschaftlicher Erkenntnis, dass Kinder zum Aufwachsen einen Mann und eine Frau brauchen. Alte Geschlechterklischees sind Grundlage für diese abstruse Position, die nicht nur eingetragene Lebenspartnerschaften diskriminiert, sondern auch alle Alleinerziehenden im Land. Und
Und die beste Antwort dazu haben neulich im Magazin der Süddeutschen Zeitung Jugendliche gegeben, die in gleichgeschlechtlichen Elternhäusern aufgewachsen sind. Die sagen, die Frage höre ich oft, wer nimmt den männlichen Teil ein, wer den weiblichen? Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht, ich finde sie relativ sinnlos. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Wir Grüne wollen mit Geschlechterklischees brechen und auch über die Frage eines Familienvertrags weiter diskutieren, denn sozusagen in diesem ganzen Themenfeld gibt es noch viel, viel mehr zu bedenken als nur die Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnerschaften. Kein Kind wird durch die Ehe für alle weniger geboren und keine Hetero-Ehe geht dadurch kaputt. Es gibt eigentlich keine Argumente gegen die Ehe für alle. Und dieses ewige Vertagen und darauf warten, dass das Verfassungsgericht einem die Entscheidung nochmal und nochmal wieder abnimmt, ist wirklich nur noch peinlich. Ich freue mich deshalb, dass wir heute hier mal wieder mit 2/3 Mehrheit uns für die Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnerschaften einsetzen. Ein kleiner Satz Richtung FDP muss ich dann allerdings doch noch loswerden. Ich hoffe auch, dass dann Sie Ihren Einfluss in der Bundespartei nutzen werden, sodass Ihre Bundestagsfraktion, gerade auch die schleswig-holsteinischen Abgeordneten im Bundestag und in Ihren mitregierenden Ländern, dass sozusagen da auch ein bisschen mehr Bewegung noch in die Debatte auch vor die Bundestagswahl kommt. Denn das, glaube ich, wäre eine ganz gute Grundlage, da die Union weiter zu treiben. Für große Koalitionen gilt im Übrigen dasselbe. Schönen Dank.